Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 21.07.2021. Und unser DAX ist in der Welle wieder ein gutes Stück zurückgespult worden, gespült worden, zeigt aber hier einen Daumen nach oben. Ihm geht es erstmal noch ganz gut. Wir hatten gestern drüber gesprochen: positive Szenarien, negative Szenarien, eigentlich so wie immer. Hatte euch meine Erwartungshaltung vorgestellt. Die hatten mal im 2-Stunden-Chart angeguckt, hatten gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass er vielleicht oben ein bisschen rumdrückt, die 4,45 oder 5,50 da anrennt. Die 4,45 haben wir dann gleich im Nachthandel, kurz nach um 3, bekommen. Im regulären Handel konnte sie, glaube ich, nicht nochmal abgebildet werden. Da ist er nur knapp an die 400 ran. Hat dann unten ein bisschen runter geschnökert und sich dann auch wieder etwas zurückziehen können. Also genau eigentlich das, was wir erwartet hatten, einfach ein Rum. Drucksen da um die 3,50 und rumeiern und ist jetzt erstmal nicht so gravierend schlecht, auch wenn es eine rote Tageskerze geworden ist. Wir hatten aber darüber gesprochen, über die negativen Szenarien und auch die Möglichkeiten, ne? Weil das ist hier eine Reaktionsmarke, es ist eine Rücklaufmarke und das obere Tagesband und hatten gesagt, also wenn er jetzt hier komplett den Vortag wieder auskontern sollte und sich hier einmal zurückwirft, das quasi einmal rausnimmt, wäre das negativ zu werten und dann wären weitere Tiefs und Trendfortsetzungen sozusagen möglich. An sich kann er in ein solches Szenario trotzdem noch rein. Ja, das geht auch jetzt nicht weg, weil wir die Reaktion an der 350 haben. Ne? Also auch wenn er jetzt hier rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze, ganz kleine Kerzen hintereinander reiht, kann er da immer noch rein. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das jetzt hier in die Trendfortsetzung geht, die hat sich deutlich jetzt verringert. Aus dem Grund, dass die Kerze doch recht klein ist. Ja, und der DAX deutlich deutlich immer wieder gekauft hatte zwischendurch. Ja, wir können in 2-Stunden-Chart reingucken und sehen da hier schon von, ich glaube 1,30 war es, ne? Unsere alte 1,30, 1,15, die hat man von oben immer im Blick, die hat von unten hat man die immer im Blick, jetzt hat sie von oben ganz gut reagiert auch und man sieht auch hier, ne? Grüne Kerze, rote Kerze, Konter, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Das sieht schon eher fast mehr nach einer kleinen Korrektur aus des Aufwärtstrends, also er baut quasi Überkauftheit ab, baut Druck ab und könnte demzufolge auch schon, ich sag mal, ab dem nächsten Tief unter 13,130 zum Donnerstag nach oben gezogen werden. Ne? Also sollte der da bloß kurz drunter tippen, ich weiß nicht, 13,60 wäre schon schön, ja, aber das sieht fast so aus, wie es braucht es gar nicht. Ne? Es würde vollkommen reichen, einmal kurz unter die 13,130 und dann könnte er schon wieder hoch und dann würde so über 2,80, über 300, würde sich wieder nach oben in die Aufwärtsbewegung rein aktivieren. Und könnte dann nochmal die 4,45, 13.550, das ist die Marke, die mir hier nicht auf die Zunge will. 13.550, das ist das offene Gap, haben wir gestern lange drüber gesprochen. Das wäre dann noch erreichbar und auch die 14,445, wenn sich unser DAX zum Donnerstag jetzt gut wieder nach oben aufgedreht bekommt. Na, also, das ist mir wichtig. Ne? Wir haben hier rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün. Das passt in dem Sinne eigentlich ganz gut auf eine Erholung. Oder auf eine Korrektur in dem Fall, ist ja runter zu und sieht auch ganz anders aus, wie das, was vorher hoch zu ging. Ne? Das war grün, 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 grün. Und damit sieht man schon, dass in der im Zurückkommen hier doch der ein oder andere wieder zugegriffen hat. Und deswegen würde ich einfach denken, dass das nächste Tief unter 13.130 dann eben schon ein gutes Stück nach oben ziehen kann. Sollte das nicht nach oben ziehen, dann Platz bis 13.16, Mensch, was ist denn heute los? Zu warm gewesen, ja. 13.060 bis 13.020 wäre dann noch so, ich sag mal, Toleranzbereich. Und alles, was dann so unter 13.000 geht, das wird dann schon eher kritisch und würde nochmal so in drei Richtung, ja, 12.800 fast kriegen, ja. Aber so schlecht sieht er erstmal gar nicht aus. Gucken wir mal, wie er am Donnerstag reinkommt. Wenn er das Tief gut gestanden kriegt, würde ich ihm das durchaus zutrauen, dass er sich auch wieder an die 280, 290 hier hochhangeln kann und darüber ist dann eigentlich nach oben der Weg erstmal wieder offen. Mehr brauchen wir gar nicht sagen. Das ist es. Wie gesagt, wir hatten gestern gesagt, mal oben drüber gucken, unten drüber gucken, vielleicht mal die 4,45, 3,90. Die 3,90 hat er im regulären Handel genommen, die 4,45 hat er im vorbörslichen Handel, im Nachthandel bedient. Unten die 1,30, also eigentlich sehr markentreu gewesen. Ne? Ist schön zwischen den Marken, auch rückzug dann hier wieder an unsere 2,95. Also hat das sauber gemacht. Ja, darf man mal nicht ausschimpfen. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.